Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, die AfD-Fraktion beantragt die Erstellung einer Dunkelfeldstudie über die Kriminalität im Freistaat Sachsen. Wozu brauchen wir so eine Studie? Zur Erkennung der uns verborgenen, aber tatsächlich stattfindenden Kriminalität in diesem Land. Wer braucht sowas? Ich sage Ihnen, wir brauchen das als Landtag, weil wir regelmäßig darüber sprechen, wie viele Polizisten wir in diesem Lande brauchen. Wir haben ja schon mehrfach darüber debattiert. Wir sind dafür zuständig, der Polizei im Stellenplan, in Haushaltsverhandlungen die entsprechenden Stellen einzuräumen, damit die dann in Zukunft auch besetzt werden können, damit die Polizei ihrer Aufgabe nachkommen kann. Wir haben ein Gewaltmonopol, und dieses Gewaltmonopol hat quasi zwei Bedingungen. Auf der einen Seite verzichtet der Bürger auf Selbstjustiz, auf der anderen Seite ist der Staat, der dem Bürger verspricht, für Sicherheit zu sorgen. Wenn wir uns jetzt das mal ansehen und diese beiden Seiten miteinander vergleichen, dann stellen wir also fest, dass hier ein Ungleichgewicht, eine falsche Bewertung vorliegen würde, wenn wir nur allein auf die subjektive Sicherheit, also die gefühlte Sicherheit der Bürger abstellen würden. Denn diese Abmachung heißt Sicherheit. Und damit ist natürlich auch gemeint die objektive, tatsächliche Sicherheit. Also die Aufgabe des Staates ist es, dafür zu sorgen, dass die Kriminalität, die tatsächlich stattfindende, zurückgedrängt werden kann. Dafür müssen wir aber wissen, wie hoch ist es denn eigentlich mit der tatsächlichen Kriminalität? Und es gibt einen Professor, oder es gab einen, nein, den Professor gibt es immer noch, aber es gibt ihn nicht mehr an der Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg, Karl-Hans Liebel, und er hat im Jahr 2010 schon mal was veröffentlicht dazu, ein Buch. Das nennt sich Viktimisierung, Kriminalitätsfurcht und Anzeigeverhalten im Freistaat Sachsen. Und daraus möchte ich Ihnen jetzt mal ein paar Zahlen vortragen, damit wir ungefähr eine Vorstellung bekommen, wie es denn mit der tatsächlichen Kriminalität im Freistaat im Jahr 2010 ausgesehen haben könnte. Ich nenne zuerst die Zahl der Straftaten, die in der PKS auftauchen, und als nächstes dann die Zahl, die wahrscheinlich ermittelt, also die ermittelt worden ist, weil sie wahrscheinlich tatsächlich in Sachsen vorgelegen hat. Und ich beschränke mich hier auf die Delikte, die ein sehr hohes Dunkelfeld haben. Es gibt natürlich auch welche, die ein sehr geringes haben. Fangen wir an mit der Bedrohung. 4.261 Straftaten waren angezeigt worden. Nach Hochrechnung dürften in Sachsen allerdings um die 29.800 tatsächliche Bedrohung stattgefunden haben. Wir haben hier einen Faktor 7. Körperverletzung, Schwere nennt er es. Allerdings muss man dazu sagen, hier ist die schwere und gefährliche Körperverletzung zusammengefasst. Angezeigt 4.225 Delikte, wahrscheinlich tatsächlich stattgefunden haben dürften 16.500. Also Faktor 3,5. Beleidigung. 9.467 angezeigte Beleidigungen, dagegen stehen 530.100 hochgerechnete wirkliche Beleidigungen, die stattgefunden haben, Faktor 55. Betrug, 52.367 Anzeigen wegen Betrug hat es gegeben in dem Jahr, wahrscheinlich wirklich stattgefunden haben 471.300 Betrugsfälle. Mal die Zahl gegenüberzustellen, das ist mehr als die Gesamtanzahl von Straftaten, die in der PKS, im tatsächlichen Hellfeld aufgeführt werden. Und Unterschlagung, 4.416 Fälle angezeigt und wahrscheinlich stattgefunden haben, 247.200, auch hier der Faktor 55. Diese Studie hat eine verhältnismäßig kleine Stichprobe gehabt, nämlich nur 5.000 Bürger sind angeschrieben worden über Fragebögen. Es gibt dann natürlich einen gewissen Rücklauf, und dieser Rücklauf ist zu gering. Wir brauchen hier eine deutlich höhere Quote, und wir sagen, wir brauchen das Fünffache, nämlich für jede Polizeidirektion so eine Größenordnung,
mit 5000 verschickten Fragebögen, damit am Ende die Stichprobe auch aussagekräftig ist auf die einzelnen Polizeidirektionen. Wer braucht es noch? Die Ministerien müssen natürlich auch wissen, oder das Innenministerium muss wissen, wie es um die tatsächliche Kriminalität und um das Anzeigeverhalten der Bürger bestellt ist. Denn das Innenministerium ist für die Sicherheit zuständig. Und wenn man natürlich die subjektive Sicherheit stärken möchte, muss man auch dafür sorgen, dass der Bürger ein großes Vertrauen in die Polizei hat. Und dafür brauchen wir eben dieses klare Bild der tatsächlichen Lage und keine nur gefühlte. Wir müssen unsere Leistung bei der Polizei, unsere Leistungsfähigkeit verbessern. Wir müssen in den Ministerien natürlich auch Schwerpunkte für unsere Arbeit definieren und wir müssen uns überprüfen, oder das Ministerium muss sich überprüfen, ob es auch die richtigen Schwerpunkte gesetzt hat. Und es muss die Frage stellen, warum zeigen die Bürger eigentlich die Straftaten gar nicht an? Da gibt es verschiedene Gründe. Da könnte zum Beispiel ein Grund sein, der Schaden ist zu gering. Also stellen wir uns vor, es ist ein guter Spaten entwendet worden von einem Dieb. Der Spaten hat vielleicht 50 Euro gekostet, dann war es schon ein teurer Spaten. Aber die Frage ist, möchte ich diese Zeit aufbringen, um mich dann bei der Polizei auf die Wache zu setzen und eine Anzeige zu erstatten, noch die Wartezeit und die Fahrzeit in Kauf zu nehmen und vielleicht sogar noch einen Arbeitsausfall, den ich dann zu verzeichnen habe, wenn ich als Arbeitnehmer, als Selbstständiger in der Stunde natürlich mehr Geld verdiene als diese 50 Euro, dann ist es eine ganz klare wirtschaftliche Rechnung, dann spare ich mir möglicherweise die Anzeige. Zum Zweiten könnte der Punkt sein, dass was nicht angezeigt wird, weil man nichts mit der Polizei zu tun haben möchte. Was könnten das für Leute sein? Möglicherweise sind das Personen, die grundsätzlich kein Vertrauen in die Polizei haben oder vielleicht Personen, die selber auch Straftaten begangen haben in der Vergangenheit. Das heißt, sie waren gestern Täter, sind heute Opfer und haben vielleicht Angst, dass, wenn sie zur Polizei gehen, nun erwischt werden können. Die dritte Gruppe sind die, die vielleicht Angst haben vor dem Täter. Mal ein Fall, der sich so oder ähnlich mal auch wirklich abgespielt haben könnte. Eine Gruppe von Tätern überfällt einen alten Mann zu Hause, misshandelt ihn. Der alte Mann zeigt diese Tat nicht an. Nachdem sie rausgekommen ist und man mit ihm sprechen konnte, hat man gefragt, warum denn nicht? Und er sagte, ja, wenn ich die anzeige, dann kommen die hier wieder und misshandeln mich nochmal. Das heißt, hier muss man daran arbeiten, dass man mehr Vertrauen in die Polizei hat. Und es gibt noch die Leute, die sagen, eine Anzeige bei der Polizei, das bringt doch nichts. Da habe ich Arbeit, dann sitze ich auf der Wache und am Ende, nach ein paar Monaten, bekomme ich vielleicht eine schriftliche Anhörung oder ich bekomme gleich den Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft zugeschickt. Und wenn dann doch mal einer verurteilt wird oder vor Gericht kommt, dann wird er vielleicht noch freigesprochen. Das macht man vielleicht einmal oder zweimal und dann haben die Leute keine Lust mehr auf diesen förmlichen Rechtsweg und verzichten auf die Anzeigestellung. Das sind alles Gründe, die man kennen muss, die man angehen muss, auf die die Polizei sich einstellen muss und sich auch einstellen kann. Aber dafür muss man eben das tatsächliche Ausmaß kennen und abschätzen, um so gezielt zu arbeiten, um seine Ressourcen effizient und effektiv einzusetzen. Und mehr dann in der zweiten Rederunde. Vielen Dank. Die Studie soll so angelegt sein, dass sie die Kriminalität in den Landkreisen und kreisfreien Städten jeweils repräsentativ darstellt. Ja, so viel zum Thema Quantität. Ja? Weiter geht der Satz. Täter- und Opferbefragungen einbezieht, sie sollen stattfinden, aber es beschränkt sie nicht darauf. Das heißt, wenn man andere Deliktsbereiche bearbeiten möchte, braucht man andere Methoden. Das ist richtig. Ja? Uns kam es aber darauf an, dass wir nicht quasi sagen, ja, wir wollen jetzt nur eine Opferbefragung oder nur eine Täterbefragung oder dies und das. Sehen Sie diese Punkte als Beispiele und ich denke, dann kann man damit auch ganz vernünftig arbeiten. Der Zeitraum, den wir uns vorgestellt haben, alle 3 Jahre das Ganze zu wiederholen, ist jetzt ja gar nicht so weit weg, ne, von den Studien zur subjektiven Sicherheit in Görlitz und Hoyerswerda. Da kommen wir schon so etwa in den Bereich. Denn das sind auch so Zeiträume, in denen ich ja neue Polizisten ausbilde, wo ich neues Personal quasi in den Polizeikörper reinbekomme.
Und dann kann ich auch sehen, ob ich denn meine Steuerung richtig vorgenommen habe. Das Thema, so, dann haben wir angesprochen den Bereich der subjektiven Sicherheit. Ich habe Ihnen ja in der ersten Rederunde, glaube ich, ziemlich deutlich dargestellt, warum allein das Abstellen auf die subjektive Sicherheit zu kurz greift. Deswegen ist es eben wichtig, hier auch objektive Fakten zu bekommen. Tatsächlich ein Problem ist der Bereich der organisierten Kriminalität. Das ist richtig. Und das ist dann aber auch die Herausforderung, die Wissenschaft lösen soll. Wir können natürlich das Ergebnis nicht vorgeben, das ist klar, ne? Weil wir stellen eine Frage und das Ergebnis kennen wir noch nicht. Aber man möge sich bitte bemühen, auch im Bereich der organisierten Kriminalität Erkenntnisse zu gewinnen. Vielleicht kann man sich dazu gezielte, spezifische Deliktsfelder raussuchen. Vielleicht kann man da auch anonymisierte Täterbefragung durchführen, vielleicht auch in den Justizvollzugsanstalten, also da, wo ich die Leute antreffe, da muss ich eben zu dem relevanten Klientel hingehen oder ich schaue, wer könnten denn die Opfer sein, wenn wir über Schutzgelderpressung oder Ähnliches reden, wen könnte man da ansprechen, welche Erkenntnisse haben wir aus dem Hellfeld, die man dann vielleicht noch weiter vertiefen kann. Vielen Dank und dann hören wir uns im Schlusswort. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, sehr geehrter Herr Staatsminister, also wenn ich den Redebeiträgen aus den anderen Fraktionen gelauscht habe, dann müsste ich ja ernsthaft an Ihrer Kompetenz zweifeln, denn Sie wollen bei der Innenministerkonferenz ja quasi eine Opferbefragung durchführen und Sie haben sich jetzt eigentlich vorher von allen Leuten anhören müssen, warum Opferbefragungen völlig untauglich sind und Sie stellen hier bei der Innenministerkonferenz auf dieses einzige Mittel ab. Also das ist dann doch ein bisschen kurz gesprungen. Ich glaube, da sind wir ein ganzes Stück weit. Im Grunde sind wir uns aber auch alle einig, dass wir Dunkelfeldforschung brauchen. Wir sind uns einig, dass das Thema der subjektiven Sicherheit nicht ausreichend ist. Ich freue mich, dass die Gewerkschaft der Polizei dieses Anliegen ebenfalls mitträgt. Und ich denke, die anderen Gewerkschaften werden das auch mittragen. Und wenn wir über die organisierte Kriminalität reden und über die Probleme, die es da tatsächlich bei der Erforschung gibt, dann sehen Sie das nicht als Problem und als Ausschlussgrund, weil dann macht man sich das Ganze nämlich sehr einfach, weil wir können uns jetzt gerade hier nicht gleich die einfache Lösung vorstellen, deswegen kümmern wir uns einfach gar nicht um diesen Bereich. Nein, sehen Sie es als Herausforderung, geben Sie der Fachhochschule diesen Auftrag, sich mit diesem Thema intensiver zu befassen. Nachher sind wir schlauer. Wir brauchen diese Dunkelfeldstudie, weil wir eben noch zu wenig über das Dunkelfeld wissen und wir wollen es gerne wissen. Und ich weiß, dass Sie es eigentlich auch wissen wollen, deswegen können Sie ruhig diesem Antrag zustimmen. Vielen Dank.